Jo, moin moin Freunde der römischen Tanzkunst und mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder was Neues, was mir sozusagen untergekommen ist. Habe ich hier in Deutschland noch nie so gesehen. Soll wohl aus den USA kommen, werden wir dann gleich sehen, ob wir dazu noch was finden. Ja, das Ganze nennt sich Heater Meals Plus. Ich vermute mal, hier wird natürlich ein Heater mit dabei sein, wie es auch im Militär üblich ist. Was mir hier nicht so wirklich klar ist, hier sind eine ganze Menge Snacks abgebildet, ob die hier mit drin sind oder ob man die dazu kaufen sollte am besten, damit das sozusagen zusammenpasst. Weil hier steht included with 3/4, habe ich so das Gefühl, dass das hier mit drin sein könnte. Aber eben lange rumrätseln, das werden wir dann sehen, wenn wir es aufmachen. Ja, Geschmacksrichtung, wir haben hier also Mushroom Gravy ist im Prinzip wie ein Pilzragout mit Kartoffelpüree sozusagen und Rind, so würde man es bei uns in Deutschland bezeichnen. Ja, was haben wir hier noch? Ja, hier war wahrscheinlich das Verfallsdatum, das hat hier jemand übermalt. Naja, gut. Ich ist nicht so dramatisch. Dann haben wir hier die Anleitung drauf, sozusagen, wie man den Heater benutzt. Ich werde das heute nicht testen. Da verlinke ich euch unten aber mal ein Video, wo wir so einen Teil mal ja, getestet und ausprobiert haben. Macht das bitte nicht in der Wohnung, wirklich nur draußen an der frischen Luft, weil ihr müsst euch vorstellen, in diesem Tütchen, das unten auch so ein kleines Pad drin, wo eine Chemikalie drin ist, die reagiert mit Wasser, erzeugt Wärme, gast aber auch aus und die Gase, ja, ich würde es nicht behaupten wollen, dass sie giftig sind, das weiß ich nicht, aber es riecht schon sehr unangenehm und das wollt ihr nicht einatmen. Also probiert das wirklich, wie gesagt, nur draußen. Hier ist nochmal die Erklärung dazu, wie das funktioniert. Was ich hier heftig finde, dafür, dass es eine Portion ist, weil Serving heißt eine Portion, ne? Kalorien 1060, davon 310 alleine nur durch Fettanteil. Das ist heftig. Also ich vermute mal schon, dass das andere hier mit drinne sein wird und dass es auch dicke für zwei Personen reicht. Also ich glaube, ich werde das hier nicht komplett alleine essen, beziehungsweise nicht mit einmal essen, werde es auf zwei Portionen verteilen. Ja, soll wohl für unterwegs gedacht sein. Also macht natürlich hier auch Sinn. Wir werden heute testen, ja, ist es denn NAE-tauglich, beziehungsweise Outdoor-tauglich? Was haben wir hier noch? Ach ja, mal Coffee to go. Das ist natürlich auch interessant. Okay, ja, aber gut, das wären ganz. Ach, das sind Behälter, wo man das direkt abfüllen kann, wie bei uns so die Weinballons, die es auch gibt. Okay, naja, gut. Jetzt gucke ich bloß mal, wo es herkommt. Ja, Made in USA, hier steht es eindeutig drauf. Gut, machen wir das Teil mal auf. Diesen Heater werde ich nicht benutzen. Das ist. Muss ich jetzt heute Abend hier in der Wohnung nicht probieren. Na, geht's auf. Das ist eine Aufrisskante, die immer wieder nicht richtig funktioniert. Nehmen wir mal die andere Seite jetzt. So, ah ja, ich sehe schon von hier, das scheint alles drin zu sein, was auch drauf gemalt ist. Oh, okay. Ganz anders, als ich erwartet hätte. So, legen wir das mal beiseite. So, dann haben wir hier, okay, das ist also, ja, Apfelsaft. Steht gerade Strohhalm. War hier mal einer dran, der scheint abgegangen zu sein. Werden wir vielleicht noch finden. Ich stelle es mal hier hinter. Dann haben wir hier Chocolate Chip, das sind ja, Schokoladenkekse, da brauche ich nichts erklären. Roasted Soy, das werden Sojabohnen sein, die geröstet sind. Das ist nicht jedermanns Sache. Probieren wir es dann mal, wie die hier schmecken. So, dann haben wir Crushed Red Pepper. Okay. Roter Pfeffer, habe ich schon öfters mal gesehen, aber ich glaube, als Deutschland habe ich bisher nur schwarzen Pfeffer zu kaufen bekommen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr wisst, was der Unterschied ist, das gerne reinschreiben. Oder soll das Chili sein? Dass das bei denen Red Pepper ist. Weiß ich nicht. Also da muss ich jetzt echt passen. Habe ich auch schon öfters in den Paketen gesehen. So, dann haben wir hier die. Überhaupt. Das, so ein Stick. Wird wahrscheinlich. Ja, wird Cracker oder sowas sein. Schauen wir dann mal. So, dann haben wir hier die Flüssigkeit. Die ist kein Trinkwasser. Es wird bestimmt irgendwo auch draufstehen. Not packaged for drinking, genau. Ein gesalzenes Wasser, das ist im Prinzip, man erkennt es wahrscheinlich schlecht auf der Kamera, das ist für den Heater gedacht. Auch scheint es auszulaufen. Nee, es täuscht. Ist für für die Mahlzeit gedacht. Das ist im Prinzip das Wasser, genau die Menge, die ihr auch in den Heater reinkippen müsst. Das ist eigentlich optimal. War auch in dem, ich glaube, polnischen älteren Militär-ME auch mit drin. Coole Sache. Lege ich beiseite, wie gesagt, brauche ich heute nicht. Packe ich mir zu dem Heater, den können wir gleich mit rauspacken, mit dazu. Den hebe ich mir gut auf.
Ihr seht im Prinzip diese Pads, sage ich mal, die sich dann erwärmen mit der Chemikalie drin. Ganz schön viel hier drin, also es wird ordentlich Ballett machen, wenn man das jetzt ausprobieren würde. Und hier haben wir auch mal die Anleitung drauf. Aber wie gesagt, das hebe ich mir auf. Weg fliegt es nicht. Dann haben wir hier Besteck. Das ist ein Löffel, der ist, naja, eine Tüte dazu. Und was haben wir hier? Ich kann es ja mal aufmachen. Die Tüte ist irgendwie ein bisschen, naja. So, was haben wir hier? Custom Blend. No Salt Gourmet Seasoning. Was auch immer das sein soll. Naja, weil stinkt es irgendwie. Na, schauen wir es uns dann mal an. Ich lege es mal beiseite. Was haben wir hier noch? Gut, okay, Pfeffer und wahrscheinlich Salz. Ja, Pfeffer und Salz. Das finde ich schon mal cool, dass es mit dabei ist. Dann haben wir, was haben wir hier? Ach ja, das ist im Prinzip ein feuchtes Reinigungstuch, eine Serviette und ein Löffel. So, das legen wir beiseite, das werden wir nicht brauchen. Dann haben wir hier, sieht aus wie Apfelmus. Healthy Picks, Raspberry Acai. Raspberry war Himbeere, ne? Ja, und Acai ist Acai-Beere. Ich glaube, die heißt auch bei uns so. Sieht aus wie ein Fruchtkompott. Ich lasse mich überraschen. Ja, hier ist es auch drauf auf dem Ding. Und was haben wir hier noch? Ach, haben wir nochmal solche Sticks. Okay. Und hier ist der Stoffhalm. Und dann ist das hier im Prinzip das Hauptmenü. Aber von der Form her, ich hätte jetzt eher so ein schmales, ja, wie es in Army-Paketen auch ist, so ein schmales erwartet. Das ist jetzt ja wirklich im Prinzip wie eine Schale, Plaste. Okay, also die kann ich natürlich auch den Vorteil, dass ich wiederum jetzt nur gut warm machen kann. Das wird das Hauptmenü sein. Okay, so, legen wir das mal beiseite. Nehmen wir auch mal das hier. Zack. So, das probieren wir, würde ich sagen, zum Schluss. Fangen wir mal mit dem Getränk an. Ja, Strohhalm. Ich will überhaupt keinen Strohhalm fällen. Ich mag das überhaupt nicht. Das ist für mich unnötige Plastikverschwendung. Jetzt haben wir ihn einmal hier. Das ist eine Ressourcenverschwendung. Dann nehmen wir den auch. So, machen wir das mal hier rein. Ja, was erwarte ich mir hier? Also überlege ich gerade, wie hieß denn das früher? Das hatte ich als Kind immer öfters mal in der Schule mit sowas, so ein kleines Getränk. Ja. Okay. Schmeckt anders, als ich erwartet habe. Hier scheint kaum Zucker drin zu sein. Okay. 27 Gramm. Ja, so kann man sich täuschen. Schmeckt aber eigentlich, finde ich, gefühlt gar nicht, überhaupt nicht süß. Also irgendwie. Und ist ja schlecht geworden. 30. Juli 2017 abgelaufen. Naja, könnte auch daran liegen. Auf alle Fälle auch in den USA hergestellt. Ich glaube, ich soll die Sachen wahrscheinlich mal im Urlaub probieren. Nicht, wenn ich arbeiten muss nächsten Tag. Naja, stellen wir es mal beiseite. Ist noch trinkbar. Schmeckt jetzt nicht schlecht. Aber. Ja, ist auch nichts Besonderes. Machen wir mal so ein Tütchen hier auf mit diesem Snack. Ich denke mal, da können wir das hier wahrscheinlich reintun. Mein Healthy Picks, das wird zusammengehören. Wenn ich jetzt drauf schaue, wahrscheinlich auch eine halbe Tonne Zucker drin. So viel aber Hauptsache Healthy draufschreiben. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich will nie urteilen, bevor ich es nicht probiert habe. Machen wir es mal auf. Geruchlich. Oh ja, riechen tut es sehr geil. Richtig schön fruchtig. Nehmen wir mal einen kleinen Löffel. Nee. Und probieren erstmal so. Ja, so sieht es aus. Ja, ist ein bisschen wie Apfelmus. Also. Ja, aber geruchlich sieht doch farblich aus, nee, wie Himbeere. Ja, aber mal probieren wir. Okay, ist leicht bitter. Ich hoffe, das ist nicht abgelaufen. Auch deshalb. Aber hier glaube ich nicht draufstehen, oder? Gucke ich mal unten. Ach doch, hier. 2000, halt, ich sehe jetzt nicht, 2017. Naja, wir machen mal das Ding hier auf. Das soll wahrscheinlich ein Art Weizenstick sein. Ich probiere erstmal den Stick so. Sofort trocken. Ich beide mal das gleiche auch hier. Also kann ich das zweite zulassen. Probieren wir mal mit dem Ding hier dazu. Naja, ist jetzt definitiv nicht meins. Ist essbar, aber irgendwie
ziemlich geschmacksneutral. Nee. Wird nicht mein Favorit. So, jetzt haben wir noch, machen wir mal die Soja-Geschichte auf. Nehme ich mal eine Schere. Das hatte ich letztens auch schon mal gekauft, selber mir ähnlich. Da war es aber, glaube ich, mit Wasabi. Ja, so sehen sie aus. Sojabohnen halt, leicht geröstet. Schmeckt gut. Sind aber relativ trocken. Ist auch nicht für jedermann was. Schmecken aber nicht schlecht. Ist mal was anderes. Das stelle ich mal beiseite, damit es nicht umfällt. So, Kekseln. Die kann man so aufweisen. Famous. Jetzt habe ich gerade Famous Anus gelesen. Famous Anus. Geruchlich. Ich vermute mal, die sind schlecht geworden. Oh, das riecht so ekelhaft. Also wirklich nach Tapetenkleister. Aber sowas von intensiv, wie als würde er wirklich in die Leimtube schnüffeln. Also nach extrem nach Leim riecht das. Ich probiere mal eine kleine Ecke. Das wird wunderbar schlecht sein. Komischweise geschmacklich. Geht's eigentlich. Ja, wohl, nee, doch, jetzt im Nachgang kommt die Bitternis. Nee, also das ist schlecht geworden. Oh, pfui. Nee. Mein Ablauf gerade drauf. Nee, wirklich. Nee, Leute, also das schmeiße ich weg. Das kann man definitiv nicht mehr essen. So, gucken wir uns das Hauptmenü an. Holen wir uns mal einen Teller. So, da haben wir hier die Hauptmenü-Geschichte. Flip. So, holen wir uns mal einen großen Löffel. Ja, was haben wir hier? Das wird der Kartoffelbrei sein. Probieren wir erstmal kalt. Mit Pilzsoße. Noch ein kleines Spissel hier. So. Naja. Hier mal das Fleisch. Pilze. Naja. Ich würde mal sagen, ich kippe das mal um und mache das Ganze mal warm. Ja, Leute, ich habe das Ganze mal warm gemacht. Witzig, der Kartoffelbrei ist irgendwie immer noch fest. Ich hoffe, der ist irgendwie nicht auch schlecht. Probieren wir es mal. Irgendwie, ja, leicht nach Pilz, aber ziemlich neutral. Ich weiß nicht, schmeckt irgendwie nach nichts. Mal hier das Fleisch. Ich würde nicht drauf kommen, dass es Rind ist. Schmeckt irgendwie, ja, ziemlich neutral, Pilze. Machen wir eins. Machen wir die Gewürze mit rein. Jetzt haben wir jetzt hier diesen roten Pfeffer. Und das ist Chili. Ich mach das mal hier auf die, damit ihr das erkennt. Also das ist eindeutig, das ist getrockneter Chili. Also das ist also Red Pepper. Gut zu wissen, wieder was gelernt. Verteilen wir das mal ein bisschen. Jetzt klebt es natürlich auch fest. Sehr schlau von mir. So, machen wir noch ein bisschen Pfeffer und Salz rein. Vielleicht kriegen wir ja dann ein bisschen Geschmäckel hier rein. So Salz dazu. Also der Hammer ist es bisher nicht. So. Achso, dann machen wir mal noch das Kleine hier auf. Das wussten wir vorhin auch nicht. Mal gucken, was das ist. Ist das auch ein Kaffee? Das ist ein Gewürz. Das ist wie eine Art. Vegetable Seasoning. Nennen das. Wir machen einfach mal alles hier rein. So, dann mehren wir das Ganze mal durch die Gegend hier. Das ist. Ich weiß auch nicht. So sieht's aus.
Irgendwie komisch. Naja, aber es kann auch sein, wie gesagt, es ist überlagert, deswegen will ich da jetzt mit meinem Urteil mich ein bisschen zurückhalten. So, probieren wir mal das Ganze gewürzt. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht gleich einen Schärfeanfall. So, probieren wir es mal. Das schmeckt gut. Mh, ist schon ohne scharf. Also wer Schärfe nicht mag, dem ist das hier zu viel. Aber für mich genau richtig. Mh, lecker. Mh. Jetzt schmeckt es noch was endlich. Mhm. Ja, Gewürze sind A und O. Probieren wir hier noch ein bisschen. Ja. Mh. Das kann man so auf alle Fälle essen. Ja, da sind wir eigentlich schon wieder beim Fazit. Weil mehr haben wir hier nicht. Ich habe mir ab sofort vorgenommen, keine Schulnoten mehr zu vergeben, sondern einfach meinen konstruktiven Eindruck euch zu geben. Also von der Sache her, was ich cool finde, dass es eben wie ein komplettes Mittagsmenü, sage ich mal, gedacht ist. Dass hier alles mit dabei ist, was hier auch draufsteht. An sich cool, es ist ein Getränk dabei, es sind so kleine Snacks dabei, es ist ein Haupt- und ein Mittagessen dabei. Die auf die über 1000 Kalorien kommen, ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Gut, andererseits, hier sind natürlich Schokokeks und sowas mit drin, die haben schon 280, gut, können schon hinkommen. Richtig cool ist auch, dass ein Heater eben dabei ist, wenn ihr unterwegs seid, ihr könnt es eben sofort warm machen. Also das Grundkonzept finde ich richtig cool, geile Sache. Ich habe keine Ahnung, was das in den USA preislich für eine Rolle spielt, was das kostet, das weiß ich nicht. Das würde aber, glaube ich, hier auch für mich der entscheidende Punkt sein, ob ich das persönlich für mich in meiner Freizeit, wenn ich in den USA wohnen würde, kaufen würde oder nicht. Ja? Denn das ist hier, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt. Es ist alles essbar, es ist eine coole Idee, es ist aber auch nichts Berauschendes jetzt, wo ich jetzt sage, das ist irgendwie mal was Besonderes. Ja, es ist eben wirklich für eine Wanderung oder irgendwas gedacht. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, lasst auch gerne ein Abo da, um mich weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Achso, kleines Fazit natürlich noch. Ja, klar, es ist MRE-tauglich. Also das passt eigentlich schon perfekt, sowas mitzunehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.